guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JV Performance GmbH. Das ist für mich gerade sehr komisch, denn erstmal, wir werden eine sehr, sehr schöne Videoreihe machen. Wir sind in Los Angeles und wir werden dann nach Vegas fahren. Es wird super toll und ich möchte diesen Trip total genießen und aufsaugen und dass wir zusammen Spaß haben. Aber was viel lustiger ist, ist das hier. Hallo. Das ist eigentlich gar kein Kameramann. Der Lieb's reingehauen. Michi. Aber Julian kommt mit, weil wir ein, zwei Termine auch noch haben und er wird jetzt filmen. Ja, ich gebe mein Bestes. Wir werden das zusammen auch filmen und so. Wir starten bei einer Firma, ich habe gerade schon reingeguckt, das ist außergewöhnlich krass diesmal, was drin steht. Ja, also nicht nur ein bisschen. Ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Lange her, dass man eine Halle gesehen hat, die so geladen ist mit so einer Scheiße wie das. Jo, ich habe nur kurz reingesneakt. Nicht ja, cool. Nee. Auf jeden Fall, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben und wir sind bei Boden Autohaus. Der Josh ist noch nicht da, weil der schläft noch ein bisschen länger. Und wir werden heute, so wie er gesagt hat, etwas fahren, was ich noch nicht, ich habe das mal gehabt, aber in Serie. Mhm. Ein Auto, was wirklich komplett geisteskrank ist. Und wir werden außerordentlich viel Spaß haben. Ach ja, darf ich mal, das ist unser Kfz. Wir haben auch ein schickes Auto. Wir haben ein 992 Carrera S Cabriolet. Mhm. Mmh. Oh. Da muss ich nochmal separat vielen Dank sagen an Porsche. Weil die, es war nämlich so, ich habe gesagt, ey, ich bin in Los Angeles und so. Und habe einfach mir aus Jux und Dollerei, ich habe einfach mal so kreativ gedacht, weißt du was? Das Auto gibt es ja auch in Amerika. Frag doch einfach mal, ob die mir vielleicht ein Auto leihen würden für die Zeit, wenn ich da bin. Und dann Porsche so, ja, hört sich cool an, klar, warum nicht? Machen. Und dann wussten wir auch nicht, also ich habe es erst, ich habe in dieser Videoserie das erste Mal auch ein Video gedreht für den anderen Channel. Mhm, also ja. Ich habe ja mal erzählt bei Insta und so, dass ich noch mehr von, also so private Dinge, weil ich so viele coole Sachen erlebe, wo ich aber weiß, dass das Autopublikum sagen würde, Digga, das will ich hier nicht. Und da habe ich das erste Video gestern gedreht. Mhm. Wir beide. Ja, war auch geil. War wirklich lustig. Lustig. Da habe ich ja schon mal erzählt mit dem Auto. Mhm. Und ja, vielen Dank. Ein wunderschönes Auto, was uns die nächsten 10 Tage begleiten wird hier. Aber es ist echt toll zu sehen, weil wir sind jetzt ein paar Tage, also beziehungsweise einen Tag damit rumgefahren. Ja. Und irgendwie ist es schon so, als wenn das so das Auto hier wäre, so ja, ne, von dir. Und das wollte ich auch, weil ich wollte nicht wieder so einen Mietwagen. Da kann man sich auch schicke Mietwagen nehmen oder sowas. Aber dieses Family-Gefühl von Porsche, dass sie so ein Auto geben, ist das schon geil. Ja, voll. So, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier rein und das Ganze sieht so aus. Wenn ich jetzt einen vernünftigen Kameramann mit hätte, würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt, starten jetzt mit dem Porn. Was soll das heißen? Alles gut. Wir starten auch mit dem Porn. Los geht's. Wenn ich sowas sage, dann immer dann wegschwenken. Okay, okay. Er hat nicht weggeschwenkt. Ja. Das ist nicht schlimm. Ja, ja. Okay. Also, ich habe Sonnenbrille aufgehabt, habe ich gerade gemerkt. Ui, krass. Mhm. Also einmal Novitec. Das habe ich in live auch noch nicht gesehen als Superfast-Umbau. Das sieht verrückt aus. Ja, Mann. Das ist wirklich verrückt. So, das Auto, das Ende gesagt hat, was gut. Wahnsinnige Scheiße. Wow. Was wir heute fahren werden, ist dieses Auto. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, das ist ein Aventador SVJ, keine Ahnung, wie oft wir den schon gefahren sind. Ich sag Jean-Pierre, ihr denkt bestimmt so, ja Jean-Pierre, das ist bestimmt mit einem lauten Auspuff. Nee. Wenn das Auto ist, was ich denke. Ja, scheint so, ne? Dann hat dieses Auto um die 2000 PS und ist ein Biturbo. Auch nicht oft. Guck dir den kurz an. Boah, jo. Das gibt es doch nicht. Ein 8-in-1-Krümmer bei einem 918 Spider, das ist wirklich Wahnsinn. Als Inconel-Teil hier gefertigt, ne? Also das ist 3D gedruckt. Ein 3D gedruckter Sammler 8-in-1, oh ist das sexy. Ein 3D gedruckter Sammler 8-in-1. Also wenn das Auto hier startet, das müssen wir uns anhören. Ist das scheint verrückt. So, ne? Als wenn das eigentlich komplett. Ja, und da ist auch kein Katalysator, das muss ich ganz verrückt anhören. Das ist Josh sein Auto, soweit ich weiß. Oh, wirklich? Boah, ich komme leider auf der Kamera nicht rüber, die Farbe von dem Auto wirklich. Schau ja. mal. Aber ja, das doch, sieht, kommt ja schon mal in die Richtung. Aber das sieht richtig gut aus. Zustand ist auch echt.
schick. Wenn es ist foliert, denke ich mal. How much material did you order? Another 7 yards. Yeah, that's fine. Ja, der ist foliert, der ist foliert. Aber sieht sehr gut aus. Ich muss auch echt sagen, dass die HRE-Räder echt gut aussehen. Ich muss meine Brille gleich holen, ey. Ui. Ey, sind so viel. Ist lange her, dass ich in der Halle stand, wo so viele Räder sind. Ich meine, klar, wir stehen hier vor dem Ding, ne? Gibt es auch wirklich sehr, sehr wenige von? Sehr, sehr, sehr wenige, ja, ja. Du kennst das Auto, glaube ich, ein bisschen besser sogar? Ich kenne das Auto, ja, ja. Ja, ja, gerade als Zweisitzer. Genau, als Zweisitzer gibt es ganz halt, wenige, weil ja, die meisten bestellen halt hier zu. Wir machen mal ein Bild rein, wie das aussieht. Und da kann man lackierungstechnisch auch sehr, sehr geile Sachen machen. Mhm. Weil dann ziehen die meisten ja so einen Streifen über die zur Seite und so, dass es noch mehr auffällt. Boah, ich bin gerade echt mega hyped, Alter. By the way, ist auch so, so ganz lockere Wheels hier rumstehen. Hier so. 23 Zoll, ja. Ich bin wirklich gerade ziemlich aus dem Häuschen, Alter. Das ja, aber auch so sind wir noch nicht so drauf eingegangen, ne? Aber was hier alles so rumsteht, ist schon wirklich komplett wirklich verrückt. Also, guck mal, die haben dieselben Schränke wie wir. Jo, Alter. Ja. Wir fragen mal den einen Kollegen, ob er da die Musik leiser machen kann. Ja. Wofür Boden bekannt ist mittlerweile, sind die ganzen Abgasanlagen, weil die machen sehr, sehr viel Titan. Und da hat der Josh mir auch schon mehrere Male angeboten, Jumpy, ich schicke dir eine Anlage, ich schicke dir eine Anlage. Und ich so, Digga, vielen, vielen, vielen Dank. I can't use it. Hm, ja. Also das ist wirklich krass. Für die verschiedensten Autos, die wir so haben, machen die tolle Sachen. Nur die Anlagen, die die Jungs hier machen, sind wirklich anderes Level. Und die sind so laut, dass das wirklich nicht ganz cool hinhaut. Dann hier. Für mich auch echt ganz cool zu sehen, mal so alles ausgebaut. Ja, ein Freund von mir hat auch so ein Ding. Super impressive, ne? Na, was ich aber sehe, ist gerade, das ist die erste Serie. Genau, das ist die erste Serie Diablo. Es gab dann noch eine zweite und dann halt die dritte. Die dritte ist halt super geil mit einer breiteren Vorderachse und anderes Armaturenbrett und sowas. Aber Diablos finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass bei uns auf dem Kanal 2023 das Thema Diablo doch mehr wird. Ehrlich? Nein, aber ich habe so noch nicht auseinandergebaut gesehen. Was halt wirklich vom Aufbau her sehr interessant ist, das Getriebe geht in den Mitteltunnel rein, ja? Also Motor, Mittelmotorkonzept, Getriebe geht nach innen. Mhm. In der Ölwanne geht die Welle wieder nach hinten, um die antreibende Kraft über das Differential dort, siehst du das? Mhm. Über das Differential die antreibende Kraft an die Hinterräder zu bekommen. Und aus dem Getriebe geht das dann nach vorne durch, wenn er Allradantrieb hat, um den Allradantrieb dann nach vorne auch weiterzuleiten. Also interessante italienische Konstruktion. Kann man sich mal genauer anschauen. Nein, aber es ist für die Zeit war ein Diablo ein unheimlich formschönes, elegantes, tolles Auto. Also wir sind im Jahre 2022 und wenn du so davor stehst, das ist ja immer noch ein wunderschönes Auto. Mhm. Ich finde das jetzt auch ziemlich geil mit den Rädern. Also was für Reifen? Du hast ja richtige Reifen, aber wie der aufbaut, ne? Ja, das sind schon echt. Weil eigentlich muss man da auch einen P0 drauf fahren, weil dieser Kollege von mir hat neue Reifen bestellt, sogar vorgestern noch. Für so ein Auto bei uns. Echt? Ja. Mega tolles Auto. Mega, mega, mega geil. Ich finde es aber auch geil, so, dass du einfach die zwei halt nebeneinander stehen stimmt, hast, ne? Stimmt. Wo es halt mal angefangen hat, mehr oder weniger. Ja, ja, und zu der Zeit schon. Er ist gar nicht so gewachsen, ganz ehrlich, ist ein geiler Vergleich, Julian. Mhm. Weil guck mal hier, das ist ein 993. Und jetzt stell dir mal den 993 neben dem. Guck mal da, hinten. Da ist ein 991. 992. Ja. Ja, ja, das ist schon. Der 992 ist ja ein Koloss. Und wenn du die bei ihm da siehst, ich finde ein Diablo ist schon ein ganz schönes Vieh. Zu der Zeit auf jeden Fall, klar. Und der Diablo war ja schon Gegner von ihm, mehr oder minder, ne? Nein. Nicht ganz? Nein, das war schon raus. Der Diablo war damals mit dem XJ220, mit dem EB110 und dem F40 und dem 959. Ah, okay. Und ja, er war dann auch der Bargain, er war der Deal, der günstigste von diesen Autos. Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt dann mal schaust, was für eine Dimension so ein Ding halt schon hatte, ist echt schon ein ganz schöner Bomber, Alter. Ich habe heute Morgen gedacht, beim Brille sauber machen, dass ich sie einfach nass machen kann und dann sie trocknet in diesem Case. Das war eine schlechte Idee. Hätte ich dir auch sagen können. Das war eine schlechte Idee. Nein, aber ich muss im Allgemeinen sagen, ich finde den Shop hier auch richtig cool. Ich also, auch. Also ich freue mich. Du warst jetzt ja auch lange nicht hier und ich kann mich daran erinnern, wie es hier drin ausgesehen hat. Oder nee, drüben war das. Das war in dem anderen Store. Ja, genau. Da waren drei Hebebühnen. Mhm. Und was jetzt hier so los ist, ist schon impressive. Also ist wirklich sehr, sehr impressive. Also die Menge an Autos ist wirklich, wirklich beeindruckend. Mhm. Wir fragen nochmal eben. Mhm. Do you know when he's coming? Maybe? I've been trying to call him. Oh, so. It's always the same story when I'm here. At least you know. Yeah, I'm absolutely cool. He told me we drive the Aventador, right? Yeah, the SVJ? Yeah. That's I can what pull he, it out. No, we film a little bit. Okay. And
But he's coming today. Yes. Okay. Probably just slept in. You know, maybe a little too much sauce last night. I should call him. I should call him. He might answer for you. And when he does, you know. Oh yeah. Who's priority, JP? No. Oh. Where are you? Good morning, darling. Well. Guten Morgen, wo sind Sie denn? Oh my God. I had a rough night. Told you. Okay, no. but you know what the good thing is? You picked up the phone. You didn't pick up your phone with your employee, though. I'll go there. Yeah, no problem. We cool. See you later. Bye bye. Three strikes and you're out, John. Yeah. On that one. Okay, so. Die STO stehen hier auch rum wie Pflaumen, ne? Also, das ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich krass. Naja. Das, also, hier. Oh. 6,35. Ja, yeah, okay. Ich war aber auch letztes Mal schon da. Hier rumliegt an Sachen. Mhm, ne? Na ja. Das Ding kenne ich noch da oben. Da siehst du die Front, die da ist. Na ja. Das ist eine. Das ist eine F40 Front. Ah, wirklich? Aber F40 LM. Ah, krass. Ja. Aber hier finde ich auch geil. Ein 512 TR ist das. Finde ich auch gut. Der hat Luft, den kenne ich auch, den Wagen. Der ist auch ganz schickinicki. Also für die Straßen hier toll. Der Luftfahrwerk ist nicht für die Straßen auf jeden Fall ganz doch. Ja, ja. Guck dir mal an. Der 996, wie unbullerig der hier so steht, weißt du? Wie die Autos so in der Moderne, guck dir mal die A-Säule an, die C-Säule an von dem 992. Guck mal hier. Schon ein kleiner Moppel. Ne? So hier so, oh mein dicken Greifen. Ich stehe hier so. Und das ist ein Turbo S. Und pass auf, die Leistung, Turbo S, ne? 450 PS. Unser Carrera Cabrio hat jetzt 450 PS. Ja, verrückt, ne? Wo der Wandel hingegangen ist. Ja. Wirklich verrückt. Aber anscheinend werden die hier verschenkt, ne? STOs. Ja, es gibt auf jeden Fall einige davon. Ich meine, das ist ein brutales Auto, ne? Also. Ja, yeah, außer Frage. Also mega cool, aber es stehen schon ein paar. Aber wow, ist auch hier der Roadie ist schon. Ui. Was? One of the boys. Digga. One of the boys. Das ist Mansuri. Junge. Was ist das mit der Front da los? Brudi. Der ist tief. Ja, Mann, der ist tief. Guck dir mal an, wie groß dieses. Kriegt ihr mit, wie groß das Auto ist? Wie hieß der Kotflügel? Ja, guck mal hier. Hallo. Also, ich muss wirklich sagen, ich hab das Ding noch nie live gesehen, aber das sieht einfach echt. Das ist ein richtiges Schlachtschiff, Alter. Echt krass. Boah. Das finde ich auch geil hier. Richtiger Sternzerstörer. Die Fossen wieder, ne? So 95, 30, 24. Ja. Gut. Gut, bye. Ja, was ist das hier? Ist das ein GT3? Der ist bestimmt auch super leise. Ja, ich glaube, die Autos sind alle leise hier. Ja. Ich glaube, die sind alle relativ leise. So, ich würde sagen, für Video 1, um erstmal. Boah, da kann man nur sagen, guck mal, der Schein, was ist denn da los? Weißt du, wie es aussieht? Boah. Als ob der in ein anderes Auto reingefahren wäre. Als ob der hier vorbei wäre und dann kommt einfach nochmal ein Auto unten dran. So der Designer so, weißt du, mir reicht's nicht, wir machen einfach noch eine Front. Wahnsinn, ey, ohne Scheiß. Ich finde das Auto richtig geil. Gibt's den Becher auch in Deutschland? Ja, klar. Echt? Ich finde, damit könntest du mich jeden Morgen mal zur Arbeit bringen, ne? Ja, ne? Kannst du auch echt sagen, du wirst jeden Morgen mit dem Bus geholt. kann man wirklich sagen, das stimmt. So, also, wir fragen ihn gleich mal, wenn er da ist, was wir noch fahren können. Aber ich würde sagen, für Video 1 starten wir erstmal mit der letzten Generation Aventador SVJ. Aber mit ordentlich Saft. Ja, wir fragen aber, ob wir aufmachen dürfen. Ja. Is it possible to open the hood? Yeah. I mean, we have to lift it up. Let me grab some. Yeah, yeah, can I can help you. No, oh, problem. Can you help me? Okay. Hey, Tyler. Yeah. Did it work? Yeah. Oh. I got it. You got it? Yep. They're light. Yeah. Oh, wow. Okay, scheiße. Puh. Also, wir haben die Ansaugrohre
sind jetzt auch aus Titan gefertigt. Die Drosselklappen sind poliert ohne jeglichen Grund. So, the kit is from what brand? The Turbo Kit? Racing. It's this is Underground Racing. Okay. So, it has how much power then? They make God. This, I believe this one's around 2,000? 2,000? Yeah. Yeah. Give or take. Yeah. I mean, who cares? I mean, yeah. 1,900. After 1,500, I think. Yeah, just fast. Yeah. Also, wir fahren Underground Racing Aventador mit Ladern. Ich würde sagen, das ist irgendwo im Bereich von 60 mm. Wenn man das da sieht, siehst du da hinten die Lader? Oh, Julian, jetzt musst du Skills zeigen. We go a little bit lower. There we got them. Yeah, that's a boy. Yeah, boy. Aber wird nicht richtig scharf. Egal. Warten wir auch noch hier, nehmen wir den. Nehmen wir mal. Junge, das ist echt ein. Oh, Alter. So, jetzt muss man sich überlegen, Leute. So, wir haben hier 6,5 Liter Hubraum. Durch zwei. Mit Lader. Hochdrehzahl. Ist auf jeden Fall genau richtig, da dann Lader reinzuknallen. Also technisch, ja, natürlich, also technisch schon. Und deswegen kommen auch diese 2000, muss überlegen, 2000 PS raus. Ich bin noch nie 2000 PS gefahren in meinem Leben. Ach, super. Upsi. Und das ist halt schon wirklich von dem Fahren her wirklich Wahnsinn. Dann sehe ich da, die Blower-Ventile sitzen dort unten, siehst du das? Ja, warte mal. Mhm. Das ist dann die Schubumluftventile. Dann haben wir diese Schellen, die wirklich extrem viel Druck abkönnen. Diese Schellen müssen auch an der Stelle so sitzen, weil wenn das Blow-Ventil wirklich zu langsam öffnet, ist der Druck, der bei den Dingern dann vor die Drosselklappen schießt, schon wirklich unfassbar. Mhm. Auch vier Drosselklappen, Leute. Ne? Also wir fahren vier Drosselklappen, 2000 PS, zwei Lader, 6,5 Liter Hubraum, 12 Zylinder. Das klingt sehr gut. Für den Moment kam ein Tropfen gerade raus. Ja. Also das war schon gerade nicht ohne. Also, if you could just, we pull it out. Yeah, pull this one out real quick and then we'll pull this out. Yeah. Okay, dann warten wir bis dann. Wir filmen das natürlich. Ich bin gespannt, wenn die Scheißmühle angeschmissen wird. Echt, also beeindruckend. Also mehr als das, ne? Ja, es ist super. Ich finde auch die Optik dann dazu geil. Das wird jetzt auch schlimm. So, das geht, ja. Das hätte ich gedacht, das wäre deutlich, deutlich schlimmer. Richtig drin, Alter. Ey, oder? Du warst gerade voll im Film, ne? Ich hab schon Rücken, ey. Ich hab ja schon Rücken, da. Scheiße, mit dir rumgefilme hier, da. Bring doch mal. Ach so. Hab ich gehört. Okay. Hab ich gehört. Jetzt holt der Kollege. Das Gute ist, ne, du hast halt einen wirklich sehr schönen Fächerkrümmer, den du ja mitnutzen kannst, den du schon mal nicht nutzen musst. Du hast so kleine Stücke nur, wo die Lader adaptiert werden. Ne? Also von da das Stück, siehst du, wo das Tape eingepackt ist? It's in the car. Ne, von da ran an den Lader, das heißt so viel Abgasrohr, was du bauen musst, dann Lader und dann halt rum. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt passieren wird. Ich glaube, hier zu stehen ist, glaube ich, nicht so klug. And you guys installed the kit? No. Directly, right? And is are there any gearbox modifications on this one? I don't know. Yeah. Is there? Yeah, 100%. Yeah. Because I had an Aventador and it made problems to the roof. Yeah. Yeah. They all do. I don't know why it doesn't move very well. Yeah. Das ist doch wild.
jeden Fall. Also wir haben eine Menge Hass in der Bude. Ja. Aber richtig, Alter. Bin gespannt, ey. Ich auch. Sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ich glaube, das Auto, was am meisten Saft hatte, wo ich drin gesessen habe, waren 1000. Das wird schon... Stock ECU or is it a Motec or something like that? I believe they have the Motec on here. Ja, weil das Problem ist nämlich, die Ladedruckkontrolle hinzubekommen ist sehr, sehr kompliziert bei solchen Autos. Du hast ja das originale Steuergerät, weiß nicht, was Ladedruck ist. Und wer meinte gerade, das Auto will schnell fahren, will schnell fahren. Jetzt hat es das Motec-Steuergerät schon drin. Das heißt, was passieren kann bei solchen Autos manchmal, dass er so einen leichten Boost-Creep kriegt. Das heißt, du fährst so und ein bisschen Ladedruck entsteht und das Auto fängt dann an so und will dann so leicht los. Das ist aber bei meinem R8 Turbo zum Beispiel auch leicht so. Aber wir gucken mal eben hier. Also hier ist das Steuergerät. Dann sieht man auch, dass die Tankpumpe wurde auch modifiziert da drunten. Die Spritleitung, also hier wird schon einiges verändert im Vergleich zu dem originalen Auto. You want us to close it? What's that? Close the trunk? Oh, do you want to put the hatch on? No, we can drive without it. You can drive without it, yeah. Yeah, cool. Yeah. I forgot we're in America. Yeah. That's not a problem. You can do whatever you want here. No, just let it warm up for a little bit. Yeah, no problem. Yeah, for sure. Okay, wir machen mal eine GoPro hinten dran, weil ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Ich kam mir gerade. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Leute es gerade gehört haben. Wir haben ihn halt gefragt, ey, sollen wir die Haube hinten wieder drauf machen? Ach so. Ne? Ja, ja. Und er sagt einfach so, nö, kannst du so fahren. Nee, we're in America. We can do what the f*** we want. Ja. So, okay, wir haben eine kleine Kameraprobleme, weil wir keine Profis sind. So, ich habe gerade die Nachrichten bekommen. I'm not allowed to drive the Aventador. Because I can't drive. Yeah. No, but you will drive. I will drive. Okay, that's... I'm a professional. Alright, so we have 2000 HP around. 2500. No way. See, it's see like your Mexican. You can put the seat back if you want. Yeah, on the fourth map, which we're gonna go on just three because four is just too crazy. Okay. So this is about 2000 on three. The crank, you know? Yeah, it's like we Germans always. But 2000 is, that's a lot. So it's a built motor then? Built motor, built transmission, everything is... Oh, built transmission. Completely. We have to feel that. Okay. So we have to drive it for about 5-10 minutes and warm up the transmission and the motor. We have to go through the gears, do all this stuff, make sure... Everything is... Yeah, nice and warm. Yeah, you feel it? That's a little bit... So it's a triple plate, I guess, or two plate clutch. Yeah, it's very rough. And the owner drives a lot or not? No, not too much. He's had a few cars that are built like this. But he goes to the drag strip. He just, you know, enjoys driving this and having a good time on the streets. It sounds still very much Aventador-like. Yeah, not too loud because the turbos are kind of mufflers, you know. And I thought the sound will be very turbo-like because the original Aventador exhaust is pretty big. Yeah, big, exactly. A lot of volume. Yeah, you can hear the turbos once I get into a little bit of boost, but I gotta warm up a little bit. Yeah. Okay. That's great, bitch.
turbo sound in a car like that? And it's nothing like it. And the conversion cost how much? $700,000. More than the car. Really? Yeah. This is called the X package, so it's the pretty much the top of the line package you can get from them. It's 700,000, also Leute, 700,000 kostet der Umbau. Getriebe ist gemacht, Motor ist gemacht, so Rods and Pistons. Rods, Pistons, Headstuds, Transmission, Turbos, all Titanium Exhaust, 2-year warranty. 2-year warranty on 2,500 HP. Mm-hmm. Yeah. I mean, when you take 700,000 from the customer, that's possible then. And when you go to the track, they bring a whole team. So they provide like a track support included in that as well. In how many times? As long as every event they go to. There's a handful per year. Obviously not every weekend, but 700,000. Mm-hmm. Wow. But you'll see why. So normal tires are okay, or you should drive different tires? So we have a setup for this with a 20-inch wheel, because these come stock with 21. 20-inch wheel with a sticky tire. Yeah. He ordered a second set of rear wheels, 21, with a street tire, so it can look better. Yeah. So we're on the street tire right now, unfortunately, but this way. But it can handle it. So what's good about this car, obviously, is all-wheel drive. They tune it to be boosted by gear. So every gear, you know. So fourth gear. Yeah, so fourth gear, fifth gear is where it really has the full power. First, second, third is minimal, so it has traction. So, but where do you drive it then in America? I mean, it's super fast. Yeah, you'll see. Yeah, because fourth gear, it's crazy. You're 100 some gear, yeah. Almost 200 miles an hour by fourth gear or fifth gear. But 700,000, that's a lot. I thought 200 maybe. Oh, no. But you get a turbo kit for 200, right? From them, for Aventador. Yeah. That's only stock. Oh, no. Not for Aventador. For Huracan, yeah. Their kits for the Aventador, I think they start at maybe 350. Low boost. Okay. But I don't know exactly. You know, like when it shifts, you hear it like smack. It's yeah. Unlike a regular dual clutch transmission. So it shifts and you like, you know, jets you back. You know any acceleration times? I don't 60, know 120? Mm-hmm. But this gotta be 60, 120, somewhere around 2 points. It's stupid. Just wait till we get to our. Also, Leute, diese
Kamera macht mich hier verrückt. Leute, ich würde sagen, ich bin gerade 100, 200 in 2,5 Sekunden, 2,7 Sekunden oder sowas. Es ist so schnell, dass in dem Moment, wo er Gas gibt, du gar nicht verstehst, was... Also, Leute. Do you have one of these? I have sold mine, but not turbocharged. No, I had a Pirelli edition. Oh, okay, cool. See him on Monday. So it's boost by gear. Yeah. So we are not even in the highest boost. No. Scheiße. It is very entertaining. I mean, it's you know, experience. Some cars you get so used to so much power, yeah. But in this car when you accelerate, that kills that fills you every time. Like a hypercar. Okay. 80 Meilen. Dritter Gang. Oh nein. Scheiße, Mann, scheiße. Okay, I'm done, man. Yeah, we'll go back. I'm done. It's fast as f***. Sorry, I can't say that, right? No, you can say that. No, but it's, I think it's the fastest car I've ever been in. You think so? Really? I mean, for me, it was the scariest thing ever. The first time I drove it, yeah, scary. I couldn't talk for like a few minutes because like, yeah, because you see the street, and I know fast cars all my life, but this, yeah. it makes... Okay, I'm good, I'm good. Oh, I think I can poop my pants! I'm good. Oh, das habe ich noch nie gemacht, Leute. Aber ich muss ihn stoppen, Alter, sonst scheiße ich mich hier zu. Kein Scheiß. Boah. Amazing. We'll be good. What do you mean? Be good boy. I don't want to get you know. No. But that's fast. But I think this kind of acceleration will come to us with the electric cars. Yep. People will get used to this kind of power. Yeah, like the Tesla. Yeah. You drove one of these? The flat? Yeah. Yeah. It's stupid fast. But no, it's not like this. No. You can't beat a combustion engine, you know? Boah, Leute, also ich muss echt mal eben klarkommen. Wie soll ich das beschreiben? Es sind einfach 6,3 Liter. Ich kann gar nicht mehr denken. Und dann kommt der Ladedruck und du denkst so, okay, Gang 2, Gang 3. Mhm. Und dann kommt Gang 4 und dann macht das Auto einen Satz. Und ich habe gerade auf den Tacho drauf geguckt und da waren da irgendwie nach der kurzen Zeit schon irgendwie 170 Meilen oder sowas. Und das ist, That wasn't even the fastest map. But I don't need the fastest map. Also ich sag gerade wirklich Sachen, die habe ich noch nie gesagt, aber er sagt gerade, es ist noch nicht mal die stärkste Map, die man fahren kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die brauche ich gar nicht. I don't need that. I don't either. I'm good. You can tell it doesn't want to hit. Yeah. All wheel drive. I mean to crash the car. That. Why would you say that? No, but shit happens. Ja, yeah, for sure. Yeah. Also, die Karre hier wegzuschmeißen, wenn du musst ja die ganze Zeit gegenlenken. Das ist nicht, dass du einfach wie so ein modernes Auto einfach Gas gibst und einfach fährst. Sondern hier musst du wirklich, du fährst das Auto, ne? Weil den 2000 PS hier loslegen, du holst ihn zurück auf Spur, ne? Also, jetzt wirklich was los. So, wir gehen mal wieder zurück und ob die Kamera richtig funktioniert. Bis gleich. No, don't laugh, man. She's like, do you know what you're doing? Nein, ich habe mich fast eingeschissen, Alter. Echt? No, I mean, speak open. It's terrifying. And I have no idea what I'm doing. Well, you have idea what you're doing, but... No, but it's... On street tires, it's scary. I don't know how... I don't know, explain... Also, auf Deutsch... Ich kann das nur so erklären, es ist sehr beängstigend. Ich war noch nie in einem so schnellen Auto, noch nie in meinem Leben, okay? Noch nie. So krasse Difference zu 1500 PS? Unfassbar. It's no joke. No joke. Oh, wow. It's not for the Kinder. Yeah. No, serious. You have to know what you're doing, you could get very hurt. You know what? I'm happy that you drove. Me too. And I don't say this.
No, never. Never before. Also ich bin wirklich, wenn wir jetzt gefahren wären alleine, mhm, und wir wären so zu zweit gegangen und wollten nur mal so gucken, wie der Ladedruck kommt. Ich weiß nicht, ob wenn du nicht weißt, was kommt, ob du voll drauf geblieben wärst. Weil du dich so erschreckst? Weil du dich erschrecken. Also Digga, das ist He's like, please, let's stop, let's go. Let's just, I'm done. Wow. Okay. Ja. Also ich würde tippen, das waren gerade 100, 200 in deutlich unter 3 Sekunden. Boah. Deutlich. Weil ich habe so 50 Meilen gesehen. Guck hoch, guck runter, dann waren da schon irgendwas von 130 Meilen. Incredible. I have no idea what he said, but yeah. No, I just looked at the gauges and it was around 50 miles and I looked up, looked down and looked at the gauges, something around 130 miles. And I wasn't looking. You were hitting the gear and it's boost by gear, also die Ladung wird höher. Mm-hmm. Der zweite Gang geht schon unfassbar, dritte Gang auch, aber in der vierte Gang, when the fourth gear hits. And full boost is actually fifth gear. Really? Mm-hmm. I don't think we got the fifth. No, we don't got it. I'm good. Also vierte Gang reicht dir vollkommen, Schnauze voll. Also ich wirklich Schnauze voll. Also wirklich, es ist, I'm good. Yeah, I'm good too. I'm good. I'm good. And that wasn't even. Yeah, I know. Also, dann gibt's noch die Map 4, dann hat er 2500 PS. Wow. Allrad angetrieben, modern Auto, was so flach ist. Manchmal 2500 PS gibt's ja in so amerikanischen Dingern. Aber da sind das solche Trucks, weißt du? Aber du hast ein flaches Auto, moderne Technik, gebautes Getriebe, Motor komplett gebaut. Der Umbau kostet 700.000. Wow, what? So, und dann gibst du Gas. Und dann kannst du dir vorstellen, also wenn ich 700.000 nehme, kannst du dir vorstellen, wie das gerade vorwärts ist. Das ist teurer als das Auto. Ja, Wahnsinn. Also mir hat das gerade so die Fresse nach hinten gezogen. Ich weiß nicht, ob die GoPro lief, ich weiß nicht, ob das lief. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen damit klarkommen, was wir jetzt haben, weil der Wagen, thank you very much of for course, getting the car for us. Just for a day. Weil der Wagen ist jetzt zum Kunden zurückgebracht. Mm-hmm. Aber das ist he's speechless. Look at this. Yeah. I've never seen him before. This channel has over 1,700 videos, mm-hmm, and I've never been fucked like this in my life. Ja, also wir machen jetzt den Schluss. Ich versuche mal in einem Video demnächst nochmal in Ruhe darüber zu reden oder vielleicht gleich oder so. Aber es ist wirklich, also. Of course. Always a pleasure. Eine Sache muss ich noch sagen. Dann gibt der Gas, ne? Zweiter Gang geht in den dritten Gang und wir brauchen zwei Spuren und fahren über zwei Spuren. Oh. Und er bleibt voll auf dem Gas stehen, voll. Und geht dann in die vier und dachte mir so, okay, jetzt. Ciao. Nee, ich hab wirklich gedacht, jetzt. Ich hab schon geguckt, wo wir einschlagen. Oh. Wahnsinn. Okay. Ciao. No! She wasn't ready! She wasn't ready!